Mental-Ehebaujahr 3. Auch das finde ich gut, das ist in Ordnung. Ich meine, dann wärst du zwar 8 Jahre jünger als ich, aber geht schon. Ja, so ist das ja immer, man fühlt sich ja immer so ein bisschen jünger als man ist, oder? Meistens, glaube ich. Die meisten fühlen sich jünger als sie sind. Also ich höre selten einen, der sagt, boah, ich fühle mich wie 80. Der dann irgendwie 60 ist oder so. Nur der Rücken. Schätzelein, ne? Schätzelein. Kennt ihr den noch? Der Rücken, ne? Da krieg ich Rücken, Schätzelein. Ach, der war gut. Da er den aufgehört hat, den Horst Schlemmermann, das wäre echt schade. Den habe ich immer gern geguckt. Der war immer so richtig irgendwie so, ne? Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, was er war. Er war lustig. Vielleicht fassen wir es so einfach mal zusammen. Und er war halt hier so, ne, aus Gelsenkirchen. Nee, Grivenboy. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Vom Grivenbroischer Tageblatt. Grivenbroich ist hier bei uns um der Eck. Darum, ne, hat man sich immer so ein bisschen gefühlt wie, das kennst du doch alles, was der da erzählt. Jo. Jetzt aber, wie komme ich denn jetzt? Oh Gott, ey, ich laufe mich hier dumm. Ah, da, große Brücke drüber gehen. Zeig mal, große Brücke. Ne, da stehe ich drauf, oder? Was für eine Quest. Ne, größere Brücke. Über uns, hinter uns. Da. Was? Wie soll das jetzt gehen? Ich bin ein wenig überfragt. Na, vielleicht hier noch in die Richtung. Ah. Das hat jetzt gut gepasst, dieses Bling. So richtig so. Den Erfolg, sie fallen mal wieder irgendwo tief runter. Abgeschlossen. Danke fürs Sternchen mitten im Bild. Danke für die 10 Bits. Sehr lieb von dir. Ja, mittlerweile bin ich übrigens dann, wir waren ja eben bei Tonic und sowas. Bin ich mittlerweile schon auf Energy gewechselt. Also es gibt so leckere Energy-Sorten. Und die gemischt mit Gin. Der Hammer. Ne? Man schmeckt fast nur das Energy, aber hat trotzdem den leichten Gin-Geschmack dabei. Oder je nachdem. Muss man ja nicht nur leicht haben. Aber ich bin mittlerweile auf Gin Energy. Nur so. Also ich bin drauf, als wäre ich irgendwie auf Droge. Als wäre ich irgendwie süchtig. Nein. Wenn ich mal trinke, dann mache ich mir einen Cocktail mit Gin und Energy und Eis und das passt dann. So. Das wollte ich nur mal so sagen. Aber ihr habt mich ja bis jetzt eigentlich habe ich hier noch nie Alkohol getrunken und ne, im Stream. Ich glaube, das darf man auch nicht, ne? Oder darf man, gibt's Streamer, die Bier saufen? Oder Alkohol trinken, während die streamen? Nee, ne? Das ist doch unüblich, oder? Ich meine, es gibt Streamer, die liegen im Swimmingpool im Wohnzimmer. Also, es gibt ganz verrückte Sachen. Man kann nichts ausschließen, oder? Oder die bügeln im Bikini, oder? Es gibt so bescheuerte Sachen im Internet, aber die haben Zuschauer. Im Gegensatz zu mir. Nein, ihr seid ja hier, aber ihr wisst, was ich meine, von der Anzahl her. Da, noch ein Buch, titelloses Buch. Was sind eigentlich die ganzen titellosen Bücher? Ich habe da jetzt so viele von gefunden. Ich habe schwer das Gefühl, dass wir heute schon wieder nicht durch die Quest kommen, weil das ist so heftig, wie viel in so einem DLC drin ist und wie viel die hier irgendwelche Geheimgänge machen. Und da ist die Brücke, da wollen wir hin. Sind wir jetzt hierher gekommen oder nicht? Doch, oder? Ich glaube, da sind wir hergekommen. Heavy. Miramis.
Wenn ich es nicht besser wüsste, ja. Also, dass euch dann schlecht wird. Und dann würde ich das ja sogar machen, aber nein. Nee. Auf solche Ideen käme ich bei ihm. Nee, sorry, nee. Da können 3 Millionen Gari-Punkte sammeln und 50 Milliarden Bits spenden und 1000 Millionen Abos abschließen. Das könnt ihr vergessen. Also bevor ich mich so erniedrige, das weiß ich nicht, nee. Dann lieber mit einem, wie nennt sich das hier? Und da kommen schon die Bits. Opa Rainer versucht's wieder. Mal gucken, wann wir ihn knacken, den Garion. Nee, also. Das ist so von wegen. Da würde ich eben im Becher wirklich mich auf eine Einkaufsstraße setzen. Und, nee. Tut mir leid, also. Da ist mir das noch würdevoller, wenn man wirklich kein Geld hat, als das, was da manchmal in den Streams läuft. Also, tut mir leid. Ich finde das nicht mehr... Ja, gut. Da kann ich noch sogar die Leute verstehen, die so Sachen machen, die... Ach, ich kann es nicht erklären. Ist schwierig, über so ein Thema zu sprechen. Ist auch ein bisschen ab 18. Darum, ja. Okay, ich fasse es anders zusammen. Wenn schon, dann richtig. So sage ich jetzt einfach mal das ganz vorsichtig ausgedrückt. Als das auf einer Spieleplattform zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne? Auf einer Spieleplattform dafür Werbung zu machen, was die da so eigentlich machen, finde ich halt ein bisschen unterirdisch, sage ich mal so. Wenn dann richtig, ne? Also wenn dann auf den jeweiligen Plattformen, wo es dann hingehört, und dann ist das auch okay und so, weil das brauchen ja Menschen, so ist es halt. Es gibt seit Milliarden Jahren, nee, Milliarden nicht, aber seit tausenden Jahren gibt es dafür diese Stätten, wo man dort hin kann, und ihr wisst alles, was ich meine, ne? Immer den über 18 Bereich, ihr wisst schon, wovon ich rede, glaube ich. Das ist alles okay, da geht man hin, da, ne, da, das muss man nicht hingehen, ja, je nachdem, aber, und das schauen sich viele auch im Internet an, aber das auf einer Spieleplattform, wo man eigentlich Spaß haben will und zocken will und das wirklich aufs Spielen ausgelegt ist, finde ich einfach, nö. Muss nicht. Also, wenn ich sowas suche, dann gehe ich nicht auf www.twitch.tv. Das will ich damit sagen. Und man weiß ja halt, dass hier auch, ne, Kiddies zugucken, weil sie halt einfach die ganzen Spiele sehen wollen. Und dann sehen die da so eine Frau am Mikrofon rumschlecken oder sowas. Da denke ich mir, ey, oh, nee. Ich meine, die Kiddies wissen auch mittlerweile, wenn sie in der Schule reden, wo man was das normal sieht, ja. Aber das muss doch nicht sein, dass das auf so einer Plattform hier ist. Dass diese, naja, gut. Okay, lassen wir das. Ja, die haben mittlerweile alle Instagram und TikTok und die wissen, also ab einem gewissen Alter wissen die schon, was Sache ist. Also, das ist heute, glaube ich, alles ein bisschen schneller und früher als zu unserer Zeit. Den Weg, Schrein des Glanzes gefunden, wir haben Initiat. Den nächsten Schrein. Was seid war bereit, das jetzt für eine Arbeit? Von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Ja. Seid ihr bereit, die Mantren? Möge Auriels Segen euch auf dem steilen Weg zum Allerheiligsten und der vollkommenen Erleuchtung beschützen. Also zusammengefasst, nein, ihr werdet mich hier nicht im Bikini sehen und auch nicht im Swimmingpool und ich werde auch nicht an meinem Mikrofon. Ja. Nein. Einfach nur nein. Okay, was haben wir denn hier? Jetzt sind wir wieder etwas weiter. Jetzt haben wir schon ganz viele Portale hier, die auch uns wieder zu nächsten Portalen führen.
4 von 5. Bald kriegen wir Auriels Bogen. Nur, wo müssen wir hin? So schwer das jetzt zu finden. Wir gehen nochmal in den Entschluss. Ich port jetzt mal ein bisschen durch die Gegend. Garen, weißt du eigentlich, dass du mich sowohl zu ESO, zu YouTube als auch zu Twitch geführt hast? Du warst sozusagen mein First Streamer. Ganz ehrlich, sorry für die Fehler und ich stoppe. Nö, ist schön, dass du das schreibst. Echt, habe ich das... Also das finde ich cool, weil ich finde es natürlich schön, wenn ich jemandem was zeigen konnte. Also laut der Questangabe gehen wir jetzt mal hinterher, ja? Genau da, wo die Quest hin zeigt. Na super, die zeigt hier rein. Also gehen wir da mal rein. Ich finde das schön, wenn ich dich dazu bringen konnte. Die Frage ist, wo hast du mich denn dann zuerst gefunden? Dann hast du mich auf YouTube gefunden und hast dann gesagt, du möchtest ESO spielen. Oder hast du mich in ESO gesehen im Spiel und hast dann gesagt, ach, der macht YouTube. Das ist, genau. Ja, ich hab's bestimmt überlesen, weil ich lese eigentlich die ganze Zeit mit. Upa Rainer rauft sich immer die Haare, genau, wenn ich wieder zu viel ohne Spiel quatsche, einfach zu viel Real Life quatsche. Ich weiß halt nie, wie die richtige Dosierung ist. Manche gucken mich zu. Ah ja, da hast du es echt schon mal geschrieben. Das habe ich echt übersehen. Ich habe nur gelesen, Gin. Jetzt war ich, glaube ich, wieder zu ehrlich, oder? Ich hab die ganze Zeit nur Whisky und Rum und Gin gelesen und den langen Text dachte ich, wäre einer von meinen Bots gewesen, der euch irgendwie nach Discord oder auf Twitch-Abo anspricht oder so. Sorry, das habe ich echt überlesen. Ich war wieder völlig da war ich noch im Alkoholrausch. War ich nicht. Wir wollen hier keine Gerüchte aufkommen lassen, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Genau, der Bikini hat mich so verstört. So ist es. Genau, Opa Rainer macht das dann immer so mit so 100 Punkten, markiert er das nochmal, wenn ich irgendwas überlesen habe. Jetzt sehe ich es aber wirklich, wo ich hin muss, zum letzten Schrein. Ich habe überlegt, ob ich ESO spiele. Dann habe ich, glaube ich... Oh, das ist cool, ja. 2014 habe ich da ja wirklich die ersten Let's Plays geschnitten. Erst aufgenommen, dann nur das Wichtigste drin gelassen. Also das ganze Gequatsche, was ich hier bei den Streams mache, habe ich da alles weggeschnitten. Ich habe da immer nur kurz vor Dungeon gestanden, kurz gesagt, hallo, liebe Spielenden, wir gehen jetzt in das Dungeon hier. Ich zeige euch kurz das Dungeon. Bin da einmal schnell durch und wieder raus. Die Videos waren so 10, 15, 20 Minuten. Oder ich zeige euch einen Guide, so geht das Rätsel und so. Und das war noch eine Zeit, da war meine Mutter nicht krank. Da war meine Mutter noch sehr fit und die hatte dann noch keine Demenz. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt hast du mittlerweile Abend Zeit, du hast nicht groß Kinder und so. Und dann kannst du ja das erstmal schön aufnehmen im Spiel, spielst das ganz gechillt, das Spiel, ohne dass jemand zuschaut. Und danach hast du Zeit, das eine Stunde zu schneiden und schön zu beschreiben und ja. Und auf einmal wurde meine Mutter krank. Und da war es das mit der Zeit für schön zu beschreiben und zu schneiden. Und dann fing ich an zu streamen auf YouTube und Restream. Genau. Irgendwann so 2016, 17 fing das dann an, weil ich musste mich da so viel kümmern, dass sie dann immer Essen hatte, Trinken hatte, sich gewaschen hat, dass sie keine Angst hatte, dass sie... Also es war schon sehr, sehr schwer. Und genau, das ging dann bis 2020. Und seitdem, ja, bleibe ich jetzt gerade beim Streamen, weil jetzt sind zu viele Spiele, die ich spiele. Jetzt bleibe ich nicht mehr so ESO-exklusiv. Ich möchte jetzt irgendwie viel nachholen, was ich in den Jahren verpasst habe. Und ich glaube, ich sollte weiter ESO spielen, damit ich nur ESO-Zuschauer kriege, so wie Alexos. Der hat ja dann doch immer so 200, 300, 400, 600 Zuschauer. Manche haben das ja auch, die nur ESO spielen, aber... Ich bin so ein Varieté-Streamer, ja. Ist leider so, dass nicht jeder dieses Varieté hier mag. Ja, aber meine Stammzuschauer, die sind hier und das freut mich. Und ja, ist doch schön, wenn ihr dann auch von YouTube gesehen habt, da gibt es sowas wie Twitch.
Ob du es mir glaubst oder nicht, Ganesas, es gibt noch genügend von meinen Real-Life-Freunden, denen ich sage, ich streame auf Twitch, die gar nicht wissen, was das ist. Da habe ich keinen Account. Wie komme ich denn da hin? Kann ich dich da einfach so sehen? Muss ich dafür bezahlen? Des Lernens angekommen, so ab 40 plus. Seid ihr bereit, die Mantren lustig. Von Auriel zu ehren und seine Erleuchtung zu empfangen? Es ist wirklich so. Also, das gibt's. Ihr seid am Wegschein des Lernens angekommen, Initial. Auriel segne euch, mein Kind. Denn ihr seid dem Allerheiligsten und der ewigen Weisheit einen Schritt näher gekommen. Wir haben den fünften Schrein gefunden. Ich glaub es nicht. Es ist geschafft. Puh, das war ja jetzt wieder eine Stunde, anderthalb Arbeit, oder? Mann. So, jetzt kriegen wir aber auch hoffentlich bald mal Auriels Bogen. Verschafft ihr Zugang zum Allerheiligsten. Jetzt haben wir alle Sachen. Jetzt müssen wir uns wieder wirklich nur auf die Quest konzentrieren, wo sie angezeigt wird. Sonst finden wir den Weg nie. Ein Glück, dass die Anzeige überhaupt da ist. Ich hätte das ja sonst auch nicht gewusst. Ja, siehst du, das ist das, Ganesas. Das Twitch ist auch für mich erstmal ein Buch mit 7 Siegen gewesen. Möge Auriels Glanz euer Herz. Selbst als ich dann zu Twitch gewechselt bin, habe ich ja nichts kapiert. Ich habe noch nie ein Gebäude wie dieses gesehen. Es sieht wie eine Art Tempel aus. Dass es hier so viele Plug-ins gibt. Es sieht gibt. Beinahe unecht aus. Wisst ihr, was ich meine? Sieht auf jeden Fall nach Schneeelfen aus, oder? Ja, nee, aber es ist wirklich so, weil viele gucken einfach nur YouTube. Die gucken da Trailer, die gucken da Musik, die gucken da Spiele, die gucken da alles Mögliche, irgendwelche Guides, wie sie ein Auto reparieren und sowas alles. Und für die ist Twitch eine ganz andere Welt. Twitch ist einfach was Amerikanisches. Twitch ist irgendwas nur für Streamer, für Live-Play und so. Und das interessiert viele gar nicht. Und ja. Oder viele, die Twitch machen, verstehen gar nicht, dass es auch eine App gibt, dass man sich das unterwegs auf dem Handy angucken kann und sowas. Die sagen dann immer, ja, ich bin nicht am Rechner. Ich sag ja, dann mach deine App auf. Wie, gibt's da auch eine App für und so? Und das ist halt einfach, ja, so, also, faszinierend. Aber hätte ich mich nicht da so drum gekümmert als Streamer, wäre ich auch nur auf YouTube festgehangen. Ich hätte Alexos auf YouTube geguckt, ich hätte also die ganzen Streamer und die ganzen Spiele auch mir alle nur auf YouTube angeguckt. Eigentlich nur, weil ich Streamer bin, habe ich mich mit Twitch beschäftigt. Das muss man schon sagen. Ich glaube, ich hätte es sonst dies auch nicht. Dies ist eine Statue von Auriel, aber mit einem der älteren Zeichen seiner Macht. Dieser Tempel muss uralt sein. Der Bogen muss hier drin sein. Das hört sich gut an. Wir sind in Auriels Tempel. Das hat doch schon mal was. Wasser ausschütten hieß es, ne? Oder so? Passt. Und da fließt es. Ah, ist das schön, dass man das alles so schön auch sieht hier. Sehr gut. Und wenn jetzt Wasser drin ist, geht dieses Türchen auf. Nee, doch nicht. Deshalb leuchtet es jetzt. Ah, doch. Sehr gut. Das Allerheiligste von Auriel. Jetzt gleich wissen wir, was es ist. Ich habe überlegt, ob ich... Dann habe ich, glaube ich, Let's Play. Genau. Und dann Twitch Events. Ja, super. Ja, finde ich schön, dass du auf jeden Fall so lange auch dann schon... Ja, wie soll man sagen? Stammzuschauer bist, Ganesas. Das ist schon sehr lieb von dir. Diese Falmer sind... Sie sind im Eis eingefroren. Ich frage mich, wie lange sie schon in diesem Zustand ausharren. Ja, ich mich auch. Ich hielt schon die Seelengruft für gruselig. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt hier zum Beispiel nicht jedem VIP-Rang gebe oder so. Ist im Moment so, dass ich mich einfach noch am Eingewöhnen bin. Ja? Welche Zuschauer sind da? Wie oft sind die da? Sind die jetzt wirklich schon lange dabei? Oder... kenne ich die überhaupt richtig? Weil VIP-Rang
Ja, kann ja nicht so viel mehr, aber ich glaube, ihr könnt es links oder so im Chat machen oder können das nur Moderatoren. Das ist halt auch das Problem. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber irgendwie bei Miramis und bei Opa Rainer, das kam mir immer so vor, als wären die öfter da als Ganesas. Aber du bist auch schon wirklich sehr oft da. Das stimmt. Ich habe deinen Namen, glaube ich, noch nie so richtig durchgecheckt. Moment, ich check dich gerade mal durch. Du wirst jetzt hier mal gerade von mir durchleuchtet. Jetzt wurde so schön erzählt, so schön unsere Vergangenheit erzählt hast. Doch auch schon seit 2019 dabei. Das ist ja schon cool. Genau, hast ein Monatsabo. Ich glaube, das war Opa Rainer, ne? Oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann mich nicht mehr zurückerinnern. Und 73 Nachrichten. Ja, genau, das war das, glaube ich. Ja, ja, ja. Du bist viel da, aber du schreibst nicht viel, ne? Oder so war das. Irgendwie, weil bei Opa Rainer steht 999, bei Miramis steht auch schon sehr viel. Ja, genau, darum bist du bis jetzt noch nicht in die, ich sag mal, VIP-Überlegung gerutscht. Aber du bist auf jeden Fall immer bei mir auf dem Schirm. Panda Teddy ist auf jeden Fall auch zum VIP geworden, weil Panda Teddy ist auch sehr aufgefallen. Er hat auch nur 65 Nachrichten geschrieben. Das kann doch nicht sein. Er ist seit 6.06.2021. Ist aber seit 2. Juni hier, ja. Aber Panda Teddy auch erst so wenig. Aber warum ist mir das denn so aufgefallen? Ach, das war, glaube ich, der Hype Train schuld. Ich finde das immer faszinierend, wie viel er schreibt oder wie viel er nicht schreibt. Und der Nick-Kommandant hat schon 203 Nachrichten. Das ist also, dass man das auch alles so durchwühlen kann, ne, ist halt auch irgendwie fies. Das wird alles geplottet und gelockt. Nicht von mir, sondern von Twitch. Die ganzen Sachen, die ihr jahrelang hier schon geschrieben habt. Nachrichten. 999 plus. Bei Miramis kann man gar nicht mehr nachlesen, wie viel. Und bei Opa Rainer auch nicht mehr. Doch, man kann alles zurückspulen. Oh Gott, ich glaube, ich muss mal ein paar Videos löschen. Ich hoffe, dann verschwinden auch die ganzen Logs oder so. Ja, danke für den Kleber. Danke für den Sticker, den LOL-Sticker. Ja, ihr merkt schon, ich lenke wieder ab, weil wir kurz vorm Ende der Quest sind. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter, ne? Also, wir bleiben mal dran. Also du bist auch auf der Liste der VIP-Rang-Möglichkeiten, weil du bist dann auch einer von denen, die dann auch wie Ei dann und so weiter zwar einschalten, manchmal da sind, manchmal nicht da sind. Aber VIP-Ränge vergebe ich so bei denen, die eigentlich, ja, was soll ich dir das jetzt sagen? Die eigentlich fast immer da sind und fast immer komplett und so. Also sorry, aber... Vielleicht, weil du so wenig schreibst, kriege ich das nicht mit. Aber heute haben wir uns ja richtig mal schön unterhalten. Das freut mich ja mal so richtig. Wie nennt sich das, wenn man nicht schreibt? Dann ist man Lurker. Und ich glaube, du bist oft Lurker. Das ist kein negatives Teil. Das ist jemand, der einschaltet und zuschaut und einfach nicht schreibt und so. Macht Miramis auch manchmal. Die ist manchmal die ganze Zeit da. Panda Teddy auch. Schreiben die ganze Zeit nichts, aber gucken die ganze Zeit zu. Und das finde ich schon irgendwie cool. Aber dann kriege ich die nicht so mit. Ja, dann kann ich da nicht so schnell so Ränge vergeben oder sowas. Weil ich halt nicht weiß, sind die da, sind die gerade weg, sind die gerade am... Ne? Ich weiß es halt nie. Wir machen jetzt mal hier weiter, aber ich habe den VIP für dich parat. Also mal gucken. Spätestens Weihnachten, oder? Über jeden Unsinn, den du geschrieben hast. Ja, ich habe das Buch nicht geführt, aber Twitch. So, jetzt machen wir mal hier den Schrein an. Ah ne, das ist nur wieder ein Schrein. Ich suche den Bogen. Wir müssen noch weiter rein. Was ist hier? Ah ja. Okay. Ich dachte, wir müssen hier durch. Ginge auch. Und mehrere Wege führen nach Rom hier gerade irgendwie. Ich glaube, wir nehmen aber jetzt mal den Gang, den wir da gerade aufgemacht haben. Das war irgendwie jetzt verführerischer als hier der Weg. Der scheint irgendwie so normal zu sein. Und das hier scheint irgendwie schon was Geheimes zu sein.
gucken, wo wir jetzt hier enden. Oh, beim Frostriesen. Woher seid ihr gekommen? Okay. Nice. Fieses Vieh. Wie der den so anspuckt. Oh, sehr gut. Ein Frostriese erledigt. Oh, schade. Ist nur noch ein Haufen Aschen von übrig geblieben. Ich hätte mir den ja doch noch mal gerne von nah ein bisschen angeguckt. Rubinglanzstück. Was? Schicke Sache. Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Das sieht schön aus, aber hat, glaube ich, gar nichts mit der Quest zu tun. Oder vielleicht doch. Oh, nee. Viele, viele Skelette. Aber wo ist denn jetzt... Nee, das war wirklich nur so eine kleine... Da. Doch. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Du besitzt nicht den benötigten Gegenstand. Hier komme ich jetzt nicht mehr weiter. Okay. Vielleicht müssen wir den Krug wieder von dem anderen Altar mitnehmen. Aber dann geht die Tür doch zu, oder? Ich bleib mal hier stehen. Hallo! Math GG Gaming oder Math Mathe? Kannst du gut Mathe? Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Hallo an euch. Ja, drei Personen waren es, ne? Ja, sehr schön. Danke, dass ihr hier seid. Ach, das ist aber schön, dass du mich erkoren hast für einen Raid. Jawohl, willkommen. Hallo hier. Sehr cool. Warum ich? Wie kamst du auf mich? Was habt ihr denn gespielt vorher? Auch Skyrim? Ich mache einen sympathischen Eindruck. Das sagen mir meine Zuschauer immer irgendwie. Irgendwie muss das irgendwo an den Zuschauern liegen. Ich glaube, das sind meine sympathischen Zuschauer, die den Eindruck auf mich übertragen oder so. Irgendwie, wenn ihr alle der gleichen Meinung seid, dann muss das von euch kommen, glaube ich. Sehr schön. Toll, dass ihr da seid. Ich spiele jetzt hier mal ganz gemütlich Elder Scrolls Skyrim. Versuche hier gerade Auriels Bogen zu finden. Ich weiß nicht, wie gut ihr Elder Scrolls kennt. Auriel ist auf jeden Fall ein Gott. Irgendwas mit Sonne und so. Und den Bogen brauchen wir gegen einen Vampirfürsten. Wir spielen nämlich gerade das DLC Dämmerwacht. Bin gerade mit der Tochter vom Vampirfürsten hier unterwegs. Oh, was gibt es? Ja. Und die mag ihren Papa nicht. Und genau, da versuchen wir gerade, den Bogen zu bekommen. Ach, ihr kommt auch von Skyrim. Sehr cool. Bist du da schon durch, ja? Also kennst schon die Geschichte von Auriels Bogen. Ja, ich bin nur noch am Suchen, ehrlich gesagt. Ich habe Dämmerwacht noch nie durchgespielt. Ich habe auch extremst viele Quests noch offen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ihr das hier seht, ja, das sind ja alles hier fast schon Hauptquests. Ja, da ist echt viel dabei von Solzheim, von Dämmerwacht, von dem normalen Spiel sogar noch. Und natürlich Verschiedenes auch noch ohne Ende. Schon über 300, weit über 300 Stunden gespielt und es hört nicht auf. Und dann hat man auch noch Mods. Eieieiei. Ich bin mal gespannt, ob ich den Speicherstand bei der Legendary Edition weiterspielen kann. Ich meine, das hier ist jetzt die Special Edition, da konnte ich es auch weiterspielen, also müsste eigentlich gehen. Ja, jetzt kommt auch hier als Kapelle, jetzt sind wir weiter. Ja, das ist aber so extrem mit der Quest und dann bin ich hier irgendwo und habe irgendwas gefunden. Was war denn das Letzte, was jetzt war? Also, ich war jetzt irgendwo und habe wieder eine Kleinigkeit gefunden. Hier, irgendwo habe ich ein Buch gefunden und dann sagt er wieder, hier, bring jetzt dem das Buch. Nur weil da ein Buch rumlag und ich habe das aufgehoben. Hätte ich auch liegen lassen können. Aber schon wieder was Verschiedenes. Es ist echt so heftig. Und das Krasse ist ja, dann bringt man eben das Buch und derjenige erzählt da auch noch was zu. Ist ja nicht nur, dass er dann sagt, hier, danke, hier sind 500 EP oder so. Gibt es ja sowieso nicht, EP-Belohnung.
Gibt's ja immer nur fürs Killen und so, aber der hat dann ja auch noch Geschichte zu dem Buch. Crazy. Aha. Da ist er. Erzkurator Vrutur. Ihr seid hergekommen und denkt, ihr könnt Auriels Bogen einfach so mitnehmen? Ihr habt genau das getan, was ich erwartet habe, und eure bezaubernde Gefährtin mitgebracht. Moment, redet er von mir? Was? Hallo an Orangina 1000. Oh, da muss ich ja schon sagen, der Name gefällt mir ja sehr gut. Ich war dieses Jahr in Italien. Eieiei. Das ist so was wie eine Fanta in Italien, ja? Boah, so lecker. Ich sag's euch, dann nehme ich mir immer sofort, wenn ich aus Italien komme, ein, zwei Flaschen mit, ne, damit man noch zu Hause den Geschmack von Italien hat. So lecker, Orangina. Ne? Und hallo an Karl Geier 2K, auch dir guten Abend, Bruder. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir sehen hier gerade einen Schneeelfen, falls ihr den in Elder Scrolls noch nie gesehen habt. Oder in Elder Scrolls Online, da reden die manchmal auch von Schneeelfen oder Meereselfen und von Falmern und so weiter. Und oder Mesmer, waren das dann nochmal andere? Naja, auf jeden Fall, das ist ein Schneeelf hier. Und den sollen wir killen. Für Auriels Bogen. Für euch leider bedeutet, dass ihr nicht länger gebraucht werdet. Ich spiele übrigens mittlerweile nach den 300 Stunden jetzt mal in God-Mode, weil es sind einfach so viele Quests und da ist immer weiter dieses Management vom Gepäck und von den Heiltränken und es war zu viel, es war einfach too much. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt spielen wir im God-Mode. Darum ist es jetzt relativ einfach. Aber wir sind trotzdem schon seit 2 Stunden dran, diesen Bogen zu besorgen. Selbst im God-Mode ist es nicht schneller. Viel schneller. Ich wollte den Gottmut nie aktivieren, weil ich dachte, die Errungenschaften werden dadurch. Ich dachte, die Errungenschaften werden dadurch eingeschränkt. Aber ist nicht so. Nur durch Mods werden die Errungenschaften ausgeschaltet, nicht durch den internen Cheat. Und falls ihr euch wundert, warum es so bunt hier hinter mir ist, ich glaube, ich warte mal, bis es ein bisschen leiser ist im Spiel. Ups. Ich stelle mir den Kampf jetzt hier immer gerade ohne Gottmodus vor. Ne. Nein, danke. Ich glaube, dann wäre ich bestimmt auch schon an den Brocken gestorben von oben. Ah, die gehen ja gar nicht drauf. Haben wir nicht noch einen stärkeren Zauber irgendwas? Ich sollte mal den Babajack nehmen, oder? Ja, Babajack. Der ist doch mal lustig eigentlich, oder? Chiogorats Stab. Jahrhundertelange Vorbereitungen zunichte machen.
Nice. Ich wundere mich nicht. Ist doch so wie immer. Okay, gut. Geht es euch gut? Los, wir können es schaffen. Er ist dort oben auf der Galerie. Kommt schon. Nicht lange verborgen bleiben. Okay. Wir bringen es hier und jetzt zu Ende. Der geht erstmal sich einen Kaffee trinken. Hä? Auf der Galerie. Aber eigentlich steht er da. Ich glaube, ich soll mit ihm reden oder so. Übrigens, falls ihr euch wundert, hier in meiner Kamera, hier dieses ganze Geblitze und Geblinke, ne, das sind die Gari-Punkte, die man hier auf meinem Kanal kriegen kann. Also die Belohnung dafür, dass man hier Follower ist und damit kann man dann hier zum Beispiel, ja, Licht einschalten im Hintergrund. Man kann aber auch, und das machen auch manchmal welche, zum Beispiel Witze anfordern oder man kann hier Verwandlungen anfordern, dass ich also hier sitze wie so ein Wikinger oder so. Man kann es machen, dass ich keine Waffen mehr anhab oder rückwärts laufe oder rückwärts spiele. Ja, man hat ganz viele Belohnungen und oder hat eine Community-Herausforderung, wo man die Gari-Punkte nutzen kann. Und wenn man die Community-Herausforderung erfüllt, dann gibt es hier sogar noch ein Giveaway heute, aber ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Nämlich Elder Scrolls Legions, ein Kartenpack kann man gewinnen. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen in der Community-Herausforderung an Gari-Punkten. Also wenn ihr Follower werden möchtet, wenn ihr Gari-Punkte sammeln möchtet, dann genau, einfach aufs Herzchen drücken. Bisschen Werbung muss sein, oder? So, ich mache mal hier gerade wieder den Modus aus. Ich sehe da doch ein bisschen zu heftig aus. So, weiter geht's. Irgendwo ist jetzt der... Jetzt ist er hier. Jetzt, das ist die Galerie, die sie, glaube ich, meinte. Jetzt kann ich ihn, glaube ich, auch besiegen. Oder soll ich nur mit ihm reden? Ich soll mit ihm reden. Genug, Virtor. Gebt uns den Bogen. Wie könnt ihr es wagen? Ich war Auriels Erzkurator, Mädchen. Meine Stimme fand bei den Göttern Gehör. Bis die Betrogenen euch korrumpierten. Ja, ja, wir haben diese traurige Geschichte schon gehört. Gelebor und die Seinen sind leicht zu manipulierende Dummköpfe. Seht mir in die Augen, Serana. Sagt mir, was ich bin. Ihr seid ein Vampir? Aber Auriel hätte euch beschützen sollen. In dem Moment, in dem ich einer meiner eigenen Initiaten infizierte, wandte mir Auriel den Rücken zu. Ich schwor, mich zu rächen, koste es, was es wolle. Ihr wollt euch an einem Gott rächen? Auriel selbst mag für mich unerreichbar gewesen sein. Sein Einfluss auf unsere Welt war es aber nicht. Ich brauchte lediglich das Blut eines Vampirs und Auriels eigene Waffe. Seinen Bogen. Das Blut eines Vampirs. Auriels Bogen. Das wart ihr? Ihr habt die Prophezeiung erschaffen? Eine Prophezeiung, der eine letzte Zutat fehlte. Das Blut eines reinblütigen Vampirs. Das Blut einer Tochter von Kalthafen. Ihr habt die ganze Zeit gewartet, bis jemand mit meinem Blut kommen würde. Nun, zu dumm für euch, denn ich plane es zu behalten. Mal sehen, wie viel Blut durch eure Adern fließt. Was sind das Woher für Tricks? Woher seid ihr gekommen? Okay. Jetzt haben wir den Boss hier. Jetzt geht es richtig zur Sache. Ich habe es nicht richtig verstanden, ehrlich gesagt, was die da gerade besprochen haben. Wart ihr dabei? Habt ihr es kapiert? Irgendwie, er will das Blut von ihr, weil er damit einen Bogen bauen will? Nee, ich hab echt nicht kapiert. Das war mir jetzt zu kompliziert. Oder er ist der Bogen? Das hätten wir geschafft. Ja. Also, wenn ihr mir die Geschichte jetzt kurz zusammenfassen könntet, was die jetzt gerade hier besprochen haben, da wäre ich euch sehr dankbar, weil ich hab's nicht kapiert, ehrlich. Ah, die Fallenmarier-Rüstung. Ja, die ist natürlich mal... Da nehmen wir mal mit, ne? Wir können ja jetzt so viel tragen, wie wir wollen.
und ein Elfendolch der Schneestürme. Ah ja, gut, okay. Aber dann haben wir wenigstens die Rüstung von ihm an. Und jetzt ist auch das Portal geöffnet, der neue Wegschrein hier. Ja, ich war gerade echt überfordert. Also ich habe gedacht, ich soll hier einen Bogen holen gegen den Hauptvampir. Aber es soll irgendwie doch was anderes sein. Sorry, ich habe es echt nicht kapiert. Ist heute eigentlich schon eine Kaffeemaschine durchgelaufen, Opa Rainer? Nee, heute gab es noch keinen Kaffee. Heute gab es bis jetzt nur ein bisschen Eistee hier. Kaffee gab es heute noch keinen. Von daher alles ruhig und alles gechillt. So, ja. Jetzt ist der Eistee auch leer. Und was heißt das, wenn der Eistee leer ist? Der Stream ist fast am Schluss. Eigentlich wollte ich noch New World mit euch spielen. Aber es ist gerade wieder so interessant hier mit den Schneeelfen und diesem Auriels Bogen. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen was hier bleiben, oder? Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Darum gibt jetzt keinen Kaffee mehr, sonst können wir nicht schlafen. Ja, aber der Eistee ist leer, also es geht gleich in eine Haie. Also wurde getan, was getan werden musste. Die Wiederherstellung dieses Wegschreins bedeutet, dass Virtua tot sein muss. Und dass die Betrogenen ihn nicht länger kontrollieren. Die Betrogenen trifft keine Schuld. Was? Wovon redet ihr da? Er war ein Vampir. Er hat sie kontrolliert. Ein Vampir? Ich verstehe. Das würde einiges erklären. Tief in meinem Innern stimmt es mich froh, dass die Betrogenen keine Schuld dafür trifft, was hier geschehen ist. Warum? Denn das bedeutet, dass es noch Hoffnung gibt, dass sie eines Tages ihren Hass überwinden und wieder lernen, an Auriel zu glauben. Es ist lange her, dass ich mich so gefühlt habe. Und es war schon seit langem fällig. Dafür gebührt euch beiden mein Dank. Gern geschehen. Ihr habt alles riskiert, um Auriels Bogen zu erhalten und im Gegenzug den Dom wiederhergestellt. Ich kenne keinen Sieger, der sich ihn mehr verdient hätte als ihr. Wenn ihr mehr über den Bogen lernen oder sonnengeweihte Pfeile dafür braucht, wäre es mir eine Freude, euch zu helfen. Fragt mich einfach. Jo, da kriegen wir doch einen Bogen. Ja, wunderbar. Ihr habt den Dom wiederhergestellt. Wiederhergestellt? Gucken wir uns den Dom mal an hier. Nein. wenn ich so nach oben schaue, müsste ich theoretisch für euch jetzt diesen Dom anschauen. Ich sehe nur meinen Schrank, aber ist der wiederhergestellt? Nein, nicht wirklich, oder? Aber gut, wenn er meint, so ist es schön, dann warum nicht? Wir kriegen den Bogen endlich. Jetzt haben wir ihn. Die Berührung des Himmels ist abgeschlossen und wir kriegen sonnengeweihte Elfenpfeile. Ein freundliches Urteil. Sehr schön. Es ist schön, wieder mit euch zu sprechen. Kann ein Betrogener jemals geheilt werden? Mein Herz ist voller Mitleid für die Betrogenen. Aber ich fürchte, dass sie jetzt nicht mehr geheilt werden können. Okay, und warum nicht? Sie wurden nicht über Nacht zu den verderbten Gestalten, die ihr gesehen habt. Es ist auch keine Seuche oder Krankheit, an der unsere Rasse leidet. Die Zwerge mögen ihnen das Augenlicht gestohlen haben. Doch es dauerte viele Generationen, bis sie sich in das verwandelt haben, was sie heute sind. Und das ist ja jetzt... Das ist ja jetzt nach Elder Scrolls Online, oder? Elder Scrolls Online war doch... viele Jahre davor, oder? Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Elder Scrolls Online war vor diesen ganzen Geschehnissen hier. Da müsste es ja noch Schneeelfen geben, oder? Oder war es wirklich danach? Boah, ich habe es jetzt echt vergessen. Es war davor, ne? Genau. Elder Scrolls Online ist also vor dieser Zeit hier, die hier gerade ist, viel weiter davor. Aber da gibt es trotzdem keine Schneeelfen. Vielleicht bringen sie ja nächstes Jahr mal eine neue Rasse rein, einen Schneeelf. Obwohl, Waldelf, Dunkelelf,
Hochelf. Braucht man da noch einen Schneeelf? Eigentlich nicht, ne? Noch ein Elf mehr? Hm. Vielleicht haben sie dann irgendwann elf Elfen. Elf Elfen. Das Leuchten von Auriels Bogen euch vor euren Wenn dann noch Meereselfen kommen oder so. Prächtiger vorgestellt. Trotzdem, ja. Er ist schön. Der Bogen. prächtiger. Wir fragen ihn jetzt nochmal nach dem Bogen, aber ist wirklich so, ne? Also irgendwie die Geschichte kam mir immer so vor, als gäbe es keine Elfen mehr in Elder Scrolls Online. Keine Schneeelfen mehr, aber wie es aussieht, gibt es sie ja doch noch, weil hier laufen sie ja noch rum. So, jetzt nehmen wir auch mal den Bogen, schauen wir uns den mal an. Wo ist er denn? Aber für Auriel, ne? Ja. Sehr gut. Boah. Geht, ne? Ich war noch nie so ein Bogenfan. Wenn euch irgendwie helfen kann, dann sagt es bitte. Ich glaube, die Pfeile brauchen wir noch für den Vampir. So, waren wir durch? Kann ein Betrogener jemals geheilt werden? Mein Herz ist voller Mitleid für die Betrogenen. Ganz gleich, wie meine Handlungen gegen sie aussehen mögen. Aber ich fürchte, dass sie jetzt nicht mehr geheilt werden können. Okay, warum? Sie wurden nicht über Nacht zu den verderbten Gestalten, die ihr gesehen habt. Es ist auch keine Seuche oder Krankheit, an der unsere Rasse leidet. Die Zwerge mögen ihnen das Augenlicht gestohlen haben. Doch es dauerte viele Generationen, bis sie sich in das verwandelt haben, was sie heute sind. Okay, dann gibt es keine Hoffnung für sie. Vielleicht werden sie nie mehr zu ihrem früheren Aussehen zurückfinden. Aber im Laufe der Jahrhunderte habe ich bemerkt, dass ihre Intelligenz gestiegen ist. Von den Falmer? Wenn wir mit ihnen kommunizieren könnten, könnten sie vielleicht Frieden finden. Okay. Das ist der einzige Weg für sie herauszufinden, dass sie nicht immer bösartig waren. Dass sie einst eine stolze und wohlhabende Rasse waren. Ah ja, und was können mir Auriels Bogen über den Bogen erzählen? Jetzt will ich es aber auch mal wissen, was der kann. Auriel selbst soll den Bogen in längst vergangenen mystischen Zeiten in der Schlacht gegen die Streitkräfte Lorkans geführt haben. Es gibt in ganz Tamriel kein anderes mit solcher Handwerkskunst gefertigtes Stück. Vielleicht nicht einmal über Tamriels Grenzen hinaus. Okay, und was kann man damit machen? Ja, ich habe eben schon schöne Pfeile verschossen. Der Bogen bezieht seine Kraft aus Aetherius selbst und bündelt sie durch die Sonne. Wenn man mit dem Bogen einen Pfeil abfeuert, entsteht ein magischer Effekt, der einer Verbrennung durch Feuer sehr ähnlich ist. Genau, das klingt beeindruckend. Tatsächlich ist es nur ein Bruchteil seines vollen Potenzials. Mit sonnengeheiligten Pfeilen wärt ihr in der Lage, einen noch spektakuläreren Effekt zu erzeugen. Explosionen des Sonnenlichts, die eure Feinde einhüllen. Mit diesen Sonnenlichtexplosionen könnt ihr jedem Widersacher zusetzen. Ganz besonders aber den Untoten. Vertu erwähnte etwas über die Verwendung von Blut. Genau, der wollte das Blut von ihr. Nun, den Bogen in Blut einzutauchen, würde womöglich seine Funktionsweise verändern. Seinen eigentlichen Zweck verfremden. Man müsste schon ziemlich töricht sein, das zu versuchen. Okay, und was passiert mit dem jetzt mit dem Dom? Ich muss in die Klappe. Klappe nennst du das? Okay. Ja, dann gute Nacht, Ganesas. Oh, ich sehe gerade auch, Nick Kommandant hat einen Witz angefordert. Dann gibt es jetzt gleich noch einen Witz, aber wir sprechen hier noch kurz über den Bogen und so zu Ende. Was passiert jetzt mit dem Dom? Es würde mich zwar mit großer Freude erfüllen, den Dom wieder in alter Pracht zu sehen. Aber ich weiß, dass es dafür viel zu spät ist. Nun, da mein Bruder tot ist, bin ich sehr wahrscheinlich der Letzte unserer Rasse. Damit gibt es keine Schneeelfen mehr. Dann habe ich zur Auslöschung eurer Art beigetragen. Yay! Es gibt keinen Grund, so etwas zu sagen. Ich sagte, es wäre möglich. Ach so, okay. Es ist genauso gut möglich, dass es anderswo auf Nirn noch weitere abgeschiedene Konklaven der Schneeelfen gibt. Außerdem würde ich annehmen, dass Virtu euch vermutlich keine andere Wahl gelassen hat.
kommt schnell der Witz jetzt, weil das wird wohl noch ein bisschen ein längeres Gespräch. Meinte meine Freundin vorerst mal zu mir, was meinst du, Schatz? Ist es so, dass meine ganze Kleidung eingelaufen ist? Der Wäschetrockner ist es doch schuld, oder? Ich meinte da nur, na, ich glaube eher, es ist der Kühlschrank. Tja, jetzt suche ich mittlerweile eine neue Wohnung. Ja, das war der Witz. Bisschen versteckter Witz, aber ja. So, was werdet ihr als nächstes tun? Ich werde erst einmal hier bleiben und Wache halten. Ich will weiterhin versuchen, das Allerheiligste frei von Betrogenen zu halten. Natürlich seid ihr hier jederzeit willkommen. Wunderbar. Wie kann ich sonnengeweihte Pfeile bekommen? Das ist jetzt noch das Interessante, damit ich damit auch mehr schießen kann. Dabei kann ich euch sogar behilflich sein. Wenn ihr mir ein paar Elfenpfeile von guter Qualität bringt, kann ich sie mit den entsprechenden Beschwörungen und Ritualen segnen. Gut. Könnt ihr welche herstellen? Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. Also gebt mir Bescheid, wenn ich auch noch den Rest eurer Pfeile segnen soll. Ja, dann Elfenpfeile entfernt, sonnengeweihte Elfenpfeile bekommen. Dann nochmal, oder? Auf jeden Fall. Mehr als 20 ja. Auf jeden Fall. Mehr als 20 auf einmal können es aber nicht sein. So reicht jetzt. Also gebt mir Bescheid, wenn ich auch noch den Rest eurer Pfeile. Super, jetzt haben wir ganz viele Elfenpfeile. Steht aber nur 12 da, aber der hat mir jetzt ein paar mal 20 gegeben. Müsste eigentlich mehr sein. Okay, egal, passt. Ich hatte ihn mir prächtiger vorgestellt. Trotzdem, er ist schön. Also nicht der Schneeelf, sondern der Bogen. Und was machen wir jetzt? Ich glaube, das wissen wir beide. Es ist Zeit, vor meinen Vater zu treten. Wenn wir es nicht tun, wird er uns für den Rest unseres Lebens verfolgen. Wenn wir das tun, muss er sterben. Ich habe darüber lange nachgedacht. Es ist nicht einfach. Aber ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Okay. Nein, das muss hier und heute enden. Dann lasst uns ihm gemeinsam gegenübertreten. Wenn wir zur Burg zurückkehren und die Tür eintreten, werden uns seine Freunde überwältigen. Lasst uns zurück zu Isran gehen und ihm zeigen, was wir haben. Dann wird er uns sicher ein oder zwei Männer zur Seite stellen. Es geht also zurück in die... in die Dämmerwacht. Dort ganz unten in der Ecke werden wir mal hören, was er zu dem Bogen sagt. Sehr schön. Und dann kommen wir ja auf jeden Fall weiter in der Geschichte. Ne? Bald heißt es also auf zum Vampir-Fati. Zum Fürsten der Vampire. Aber ich habe so das Gefühl, als kämen wir so langsam zum Ende des Streams, ne? Die Zeit ist langsam rum. Wir sind schon 3 Stunden jetzt gleich am Stream. Wir machen jetzt das Gespräch hier noch. Und dann raiden wir noch einen anderen Kanal, damit ihr auch viele Gari-Punkte bekommt. Natürlich, wenn ihr vorher das Herzchen hier gelassen habt als Follower. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen bei New World oder bei Diablo 2. Je nachdem, wie die Server morgen von New World mitspielen, kann es sein, dass wir New World spielen. Wenn nicht, dann spielen wir Diablo 2. Da der Bogen. Bin ich mittendrin. Ihr habt Auriels Bogen. Ja. Ich habe davon in Legenden gehört, aber ich hätte mir seine Schönheit nie vorstellen können. Ich habe den Bogen. Also mittendrin im ersten Akt, wollte ich sagen, bei Diablo 2. Also wir haben noch ganz viele coole der Cinematics Bogen. Vor uns. Ihr habt Auriels Bogen. Ich habe davon in Legenden gehört. Wir brauchen eure Hilfe. In der Tat, der Kampf ist nicht vorbei, solange Harkon noch immer auf Tamriel wandelt. Aber was ist mit Serana? Können wir darauf vertrauen, dass sie das Schwert gegen ihre eigene Art erhebt? Gegen ihre eigene Familie? Ja, ich vertraue darauf, dass sie das Richtige tun wird. Mehr kann ich wohl nicht erwarten. Lasst mich zur Dämmerwacht sprechen. Dann brechen wir auf. Die Männer verdienen es zu hören, dass wir endlich die Oberhand gewonnen haben. Hey, alle mal herkommen. Okay. Na los, wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Eine Ansprache. Da muss ich ja sogar mal ruhig sein. Eieieiei. Ob das klappt?
Da kommen sie alle, die wir bis hier zusammen gesammelt haben. Zwei, vier, sechs Leute. Ist nicht so riesig, die Dämmerwacht, oder? Sollen wir noch? Sollen wir noch? Ja. Opa Rainer, erschreck mich nicht so. Danke für die 50. Jetzt sind sie alle da. Diesen Vampiren viel zu lange erlaubt, die Nacht zu vergiften und unsere Leute zu töten. Jetzt haben wir endlich die Mittel für einen Gegenschlag. Jetzt haben wir Auriels Bogen. Und wenn selbst die Götter es so wollen, dürfen wir nicht untätig bleiben. Die Zeit ist gekommen, Hakon und seine unheilige Prophezeiung ein für allemal auszulöschen. Wir werden zu ihren Schlupfwinkeln marschieren und diese abscheuliche Kreaturen zerstören, auf dass sie nicht länger unsere Welt verderben können. Dies ist unser Kampf und dies ist unser Schicksal. Die Zeit der Dämmerwacht ist gekommen. Tötet die Scheusale! Es ist soweit. Die Brustbolzen zwischen die Augen. Es wird Zeit, dass wir den Kampf vor ihren Türen austragen. Sammelt eure Ausrüstung und ruht euch aus, mein Freund. Wir treffen uns vor Burg Volgiha. Der hat eine ganz komische Betonung, oder? So, als würde das ein Amerikaner sprechen, der auf Deutsch vorliest irgendwas, was er lesen muss. Also irgendwie scheint er nicht so einen richtigen Dialekt zu haben, sondern schon eher gar nicht zu wissen, wie die Sprache eigentlich... Also der spricht ganz komisch, aber gut. Könnt ihr mir mehr über die Dämmerwacht erzählen? Brauchen wir nicht. Wir gehen jagen. Nämlich einen Vampir. Die laufen schon mal vor. Wir müssen also jetzt mit der nächsten Quest ein freundliches Urteil irgendwann demnächst weitermachen. Wenn die New World Server nicht laufen, wenn ich nicht gerade Diablo 2 spiele, vielleicht am Wochenende mal eine Runde, wenn da wieder zu viel Warteschlange ist. Ja, auf jeden Fall, ich kann es euch nicht genau versprechen, wann es mit Skyrim weitergeht. Natürlich, wenn ihr hier ein Wunschspiel wünscht mit den Gary-Punkten, 18.000 Punkte, ganz schön viele. Aber dann spiele ich dreimal für euch in einem Stream ein Spiel. Und im Moment ist da das Spiel Mass Effect Legendary Edition geplant. Das hat nämlich Sorius hier angefordert. Und das wird als nächstes gespielt hier in meinen Pausezeiten. Ja, also da, wo ich normalerweise nicht streame, wird dann irgendwann mal Mass Effect auf einmal hier gespielt. Also immer die Glocke drücken, damit ihr auch Bescheid wisst, wenn ich online gehe. Oder mir auf Twitter folgen oder im Discord bei mir einfach vorbeischauen. Und schon wisst ihr, wann ich mal wieder eins von meinen ganzen Spielen zocke, die ich hier so habe. So, und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, auf YouTube lasst mir ein Like da oder ein Abo. Hier einfach nur ein Follow oder eine Glocke. Genau, oder auch ein Abo geht natürlich auch. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder bei New World oder Diablo 2. Jetzt gehen wir nach... gehen wir raiden. Genau, jetzt sind wir durch. Ende Gelände. Morgen muss ich wieder arbeiten. Und wir raiden mal den Wuchtdrescher. Der spielt Elder Scrolls Online gerade. Also gehen wir mal gucken, was er da so Schönes macht. Und ihr kriegt dadurch ein paar Gary-Punkte. Grüßt ihn schön von mir. Ich sage auch mal kurz Hallo. Aber dann bin ich auch schon in der Haie. Also, macht's gut. Montag gibt's auch wieder Elder Scrolls hier auf dem Kanal. Bye, bye.